Willkommen zur sage und schreibe 100. Folge des Create a Living Legacy Podcasts, beziehungsweise meines Podcasts, denn gestartet habe ich ihn als den Phoenix Mindset Podcast. Im Kern ist er aber dasselbe geblieben. Dieser Podcast ist eine Plattform, erfolgreichen Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten, den Mindset, die Werkzeuge, die Inspiration und die Einblicke zu bekommen, für sich nochmal ganz klar durchzustarten. Und ich arbeite ganz besonders gerne mit erfolgreichen Menschen zusammen, mit Menschen, die schon viel auf die Straße gebracht haben, die in ihrem Leben schon viel verwirklicht haben. Denn das sind aus meiner Erfahrung die Menschen, die auch bereit sind und auch in der Lage sind, das dafür einzusetzen, um einfach nochmal einen Riesensprung nach vorne zu machen, hin in eine ganz andere Flughöhe und zu noch viel mehr Glück und Zufriedenheit in ihrem Leben. Denn Erfolg hat so viel mehr noch an Aspekten als den rein monetären. Da geht es um so viel mehr im Leben. Mein Name ist Sonja Piontek. Ich war lange Zeit bei BMW in führenden Positionen, bin dann als Marketingdirektorin für BMW Asien aus dieser Konzernwelt ganz bewusst ausgestiegen, habe in Singapur eine Firma gegründet, mittlerweile mehrfach preisgekrönt, habe eine internationale Karriere als Rednerin gestartet, bin wirklich vor Zehntausenden von Menschen auf mittlerweile, ich glaube, es sind 48 in 48 Ländern dieser Welt auf der Bühne gestanden, habe viele Menschen inspiriert, mitgenommen auf meine Reise, sehr offen über meine Erfolge, aber auch über meine Herausforderungen, meine Misserfolge, meine Verluste gesprochen und damit vielen Menschen Mut gemacht und die Kraft gegeben, für sich einfach nochmal was ganz anderes, sich zu trauen anzugehen. Parallel dazu schreibe ich unglaublich gerne Bücher. Ich schreibe unglaublich gern. Ich schreibe relativ regelmäßig Artikel in internationalen Lifestyle-, Business-, Reisemagazinen und ich schreibe Bücher. Ich habe es letztes Jahr auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft. Und an der Stelle möchte ich mich einfach nochmal bei jedem bedanken, der durch seinen Kauf, seine Rezension mich dabei unterstützt hat, dieses ziemlich große Ziel von mir so erfolgreich zu erreichen und diesen tollen orangen Sticker jetzt auf jedem zukünftigen Buch von mir mit sehr viel Stolz draufkleben zu haben. Ja, und ich habe mit der Agentur in Singapur schon immer sehr außergewöhnliche Reiseformate gemacht. Viel für große Corporates von Land Rover über Leica. Also wirklich die großen Namen der Welt. Mache ich zum Teil auch noch. Aber was ich seit letztem Jahr eben auch sehr aktiv mache, sind sehr transformative Reisen. Von Expeditionen durch die Wüste Namib bis hin zu Coaching-Retreat-Reisen zu den Adlerjägern der Mongolei. Und all das mache ich, weil Transformation für mich ein so wesentliches Thema ist. Das Ausleben der innersten Wünsche, das Schöpfen von Potenzialen, das sind so Themen, die mich wirklich ganz, ganz tief bewegen. Und ich werde nachher nochmal darauf eingehen, warum das so ist und werde euch ganz tiefe Einblicke nochmal geben in mein Leben. Dinge erzählen, die ich so sehr selten in der Öffentlichkeit bis jetzt preisgegeben habe. Was mir wichtig ist, dass dieser Podcast eben eine sehr persönliche Plattform ist, eine Verbindung zwischen Menschen
Und ich habe durch diesen Podcast schon so viele unglaublich wertvolle Menschen kennenlernen dürfen. Zum einen natürlich Podcast-Gäste, zum anderen Menschen, die mich in ihre Podcasts eingeladen haben, aber auch Hörerinnen und Hörer, die sich bei mir gemeldet haben, die mir einfach nur Feedback geschickt haben, die zu Kunden geworden sind, die mit mir in die Wüste Namib gekommen sind, auf die Expedition, in die Mongolei, auf die Coaching-Retreat-Reise, die durch diesen Podcast, und das berührt mich wirklich ganz, ganz tief im Herzen, für sich Riesenthemen lösen durften, lösen konnten und dadurch ein wesentlich glücklicheres, erfüllteres und erfolgreicheres Leben leben können. Ich habe erst vor 3 Tagen eine Nachricht bekommen von einer Dame, Judith. Liebe Judith, ich hoffe, dass du jetzt zuhörst, die geschrieben hat, dass dieser Podcast ihr dabei geholfen hat, ein ganz, ganz großes Herzensthema von ihr endlich anzugreifen, anzugehen, erfolgreich anzugehen und umzusetzen. Und dieser Podcast endete mit den Worten: Danke, danke, danke. Und genauso möchte ich Danke sagen. Und für mich ist es natürlich unglaublich schön zu sehen, wie unendlich viele Menschen ich mit dieser ja so vermeintlich anonymen und doch so persönlichen Plattform erreichen kann. Ich hatte neulich über diesen Podcast ein Coaching mit einem Herrn, der sehr verzweifelt war, der nicht mehr weiter wusste, hatte sich gemeldet aufgrund des Podcasts. Und wir haben in sehr kurzer Zeit, sind wir sehr tief gegangen und haben wirklich Themen lösen können bei ihm. Und jetzt, vielleicht sind es auch 3 Wochen später, schreibt er mir, dass er aus diesem ganz tiefen schwarzen Loch rausgekommen ist. Dass er ein Jobangebot hat. Dass sein Leben sich innerhalb dieser kurzen Zeit aufgrund weniger, aber sehr gezielter Impulse einfach mal um 180 Grad gedreht hat. Und da habe ich Gänsehaut, wenn ich sehe, was diese Arbeit in Menschen bewirkt, wie viele Menschen sich gemeldet haben, sich bedankt haben, was da alles passiert ist in diesen 99 bis jetzt stehenden Folgen. Deswegen erfüllt es mich mit so viel Stolz, heute sagen zu können, willkommen eben zur 100. Jubiläumsfolge. Und ich möchte diese Folge aber auch dazu nutzen, ganz kritisch einfach mal hinzuschauen, habe ich wirklich alles gegeben? Klar könnte ich jetzt hier sitzen auf meiner Almwiese, mit dem Blick über die Kitzbüheler Alpen und im Hintergrund sind die hohen Tauernalpen. Einfach das Leben genießen. Hätte mir eine Flasche Shampoos und ein Glas mitnehmen können. Ist aber auf dem Mountainbike immer so eine Sache, wenn es so schaukelt. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht ganz so der Champagner-Typ. Und könnte feiern, die Korken knallen lassen im übertragenen Sinne. Euch erzählen, wie großartig alles ist, dass es nur Erfolgsgeschichten gab, wie viele Zehntausende Menschen ich erreicht habe, wie oft ich oft in den Top Ten der Podcasts war. Aber ich möchte ganz bewusst diese Folge auch kritisch betrachten, möchte mich fragen, habe ich wirklich alles gegeben? Man kann natürlich im Leben nie immer alles geben, das ist ja auch klar. Ich hoffe, dass der Wind gerade nicht so stark ist, weil hier gerade eine richtige Böe aufkommt. Aber es gibt Dinge, die hätte ich vermutlich, ziemlich sicher besser machen können. Ich möchte euch sagen, was das ist. Ich möchte diese öffentliche Plattform dazu nutzen, euch ein Commitment zu geben,
dass ich hier mehr geben werde. Weil wenn das, was bis jetzt in dieser Form so gelaufen ist, schon so viele Menschen inspiriert hat, so viele Leben, so viele Seelen berührt hat und so vielen Menschen wirklich die Kraft gegeben hat und die Werkzeuge und die Inspiration, wirklich ihr Ding endlich umzusetzen, wie viel mehr ist dann möglich, wenn ich das Ganze noch viel gezielter angehe? Und ich möchte euch, damit ihr das auch versteht, mitnehmen in meine Kindheit. Und jetzt kommt kein Kindheitstraumatisierungs inneres Kind-Thema. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin, und das ist ein Thema, über das ich sehr, sehr selten rede, weil es in unserer Gesellschaft ein Thema ist, über das man irgendwie nicht reden kann. Ich sage es jetzt einfach, ich bin hochbegabt. Es ist etwas, was ich als Riesengeschenk ansehe. Ich habe das von meinem Vater. Es ist ein unglaubliches Geschenk, aber es ist ein Geschenk, was auch eine sehr große Verantwortung mit sich trägt, was nicht unbedingt immer gesellschaftsfähig ist, zu sagen, wow, ich spiele super gut Fußball oder hey, ich, keine Ahnung, ich fahre richtig gut Ski. Das kann man alles machen, zu sagen, ich habe, keine Ahnung, braune Haare, braune Augen, bin 1,74 groß. Auch das ist Gott gegeben von meinen Eltern durch die Gene. Das Fußball war übrigens nicht ich, das war jetzt ein ganz random Example. Aber zu sagen, dass ich eben damit beschenkt wurde, dass bei mir oben im Kopf recht viel, recht schnell arbeitet, ist oft ein echtes Tabu in unserer Gesellschaft. Und so habe ich das auch viele, viele Jahre runtergespielt, ganz bewusst runtergespielt. Ich hatte Gott sei Dank als Kind nie die Thematik, dass ich als Streber bezeichnet wurde. Dafür war ich viel zu viel Klassenclown, war immer Klassensprecherin, Schülersprecherin, habe mich unglaublich engagiert, war für jeden Scherz zu haben, habe Projekte geleitet, angetrieben, große Partys organisiert, also habe wahnsinnig viel einfach gemacht für die Klasse, für die Schule, für die Kids und das eben mit einem unglaublichen Spaß, mit einer Wahnsinnsfreude. Habe relativ häufig auch für Klassenkameraden, die gerade gekämpft haben, zum Teil Schulaufgaben, Tests mitgeschrieben. Da saß man halt ein bisschen weiter hinten. Ich habe zwei geschrieben, zwei verschiedene Namen draufgesetzt, versucht noch die Schrift ein bisschen zu adaptieren und dann kurz den Zettel rübergeschoben. Und damit hatte ich nie die Herausforderung, dass ich ein Streber war. Aber ich habe auch durch diese Begabung in meiner ganzen Schulzeit nicht gelernt, mich wirklich mal auf den Hosenboden zu setzen und was zu tun. Ich bin da echt, ja, es war, also Schule war für mich ein Traum. Das war einfach nur viel Freude. Ich musste nichts dafür tun, bin mit meinen Einsatzzeugnissen heim. Es war die reinste Freude. Ich war mit meinen Freunden zusammen, hatte Freude, habe was mitgenommen. Also dieses, ich habe nie mich hingesetzt, groß was gelernt, aber ich habe im Unterricht, ich habe unglaublich Freude an den Themen gehabt, an den verschiedensten Themen. Und es war einfach, es war eine tolle Zeit. Aber was ich eben in dieser Zeit durch dieses Geschenk gar nie so richtig gelernt habe, war dieses, sich mal auf den Hosenboden zu setzen und wirklich zu lernen und was vorzubereiten, was zu tun. Also auch Abitur, ja, da saß ich dann so ein paar Tage mal in der Staatsbibliothek, weil ich das irgendwie cooler fand, bei den Studenten zu sitzen. Hab dann in ein paar Nachmittagen diese Abiturvorbereitungsbücher kurz durchgearbeitet, zack, und schon saß das. Und das Ganze hat sich dann so weitergezogen, also auch im Studium. Das lief alles mit so einer Leichtigkeit so gut, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, mich da richtig reinzuknien. Und es war jetzt auch nicht immer im Studium nicht immer eine 1-0. Aber wenn du halt mit eigentlich keinem Aufwand auch irgendwie, keine Ahnung, eine 1- oder eine 2+ kriegst,
Da ist manchmal schon die Fragestellung, brauche ich die Eins mit Stern? Nicht unbedingt. Und ich habe auch, und da möchte ich meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf machen, mein Vater ist hochgradig hochbegabt und wurde leider sehr früh aus der Schule rausgezogen, weil er seine Geschwister großziehen musste. Eine absolute Tragödie. Meine Mutter hat leider Schule nie als leichtes und als Freude empfinden können. Und für beide war es einfach nur wunderschön zu sehen, mit wie viel Leichtigkeit und Freude ich da, und meine Schwester übrigens auch, wie leicht wir da durchgeflutscht sind. Das war so, ja, Leichtigkeit ist, glaube ich, das richtige Wort. Und die wären einfach aufgrund ihres Hintergrunds, waren die so dankbar, wie leicht, wie stressfrei, wie unproblematisch das war und wie viel Freude ich da auch hatte, sind die gar nicht auf die Idee gekommen, da mal zu sagen, da könnte man noch so viel mehr rausholen. Was, wenn dieses Kind ohne irgendwas zu tun eine 1-0 kriegt, was könnte man dann da noch, wie könnte man dieses Kind fördern, was könnte man da noch tun? Und ich möchte Ihnen da überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil die Tatsache, dass ich diese Förderung eben genau nicht bekommen habe, das habe ich vor kurzem erst begriffen, ist für mich der größte Treiber, warum ich schon in sehr jungen Jahren anderen, sehr erfolgreichen, also besonderen Menschen, Menschen, die wirklich Potenzial hatten, warum ich mir die rausgepickt habe und die richtig nach oben gezogen habe. Ich habe zum Beispiel in meinem ersten Job bei BMW, habe ich regelmäßig wirklich außergewöhnlich gute Praktikanten mir geholt. Und die Kollegen haben oft so gesagt, boah, hast du immer ein Glück. Das war kein Glück. Ich habe die sehr, sehr genau ausgewählt, weil ich so Freude dran hatte, Menschen, die richtig Potenzial haben, nochmal die zu formen und nochmal einen richtigen Aufwind zu geben. Und von meinen Praktikanten sind, glaube ich, plus minus 80% im Trainee-Programm gelandet bei BMW. Und das heißt echt mal was. Und diese Gabe und diese Passion, diese Leidenschaft dafür, Potenziale eben nicht nur zu sehen, sondern ganz gezielt zu fördern. Das ist was, da kann ich heute nur sagen, habe ich genau dem Umstand zu verdanken, dass es bei mir eben nicht in dem Umfeld, also gar nicht so richtig stattgefunden hat. Aber kommen wir zurück zum Podcast. Ich war also jemand, der mit sehr wenig Aufwand immer sehr, sehr gute Ergebnisse hinbekommen hat. Und es ist in vielen Bereichen meines Lebens, hat sich das durchgezogen. Ich habe immer unglaublich viel gearbeitet. Also ich bin überhaupt keine faule Socke. Überhaupt nicht. Also ich gebe richtig viel. Ich gebe, manchmal vielleicht habe ich zu viele Bälle in der Luft. Aber ich habe halt auch, dadurch, dass ich so eine Multibegabung auch habe, habe ich so eine Freude daran, einfach viele Themen umsetzen zu dürfen. Aber was sich eben auch zeigt, es fällt mir manchmal schwer, wirklich ganz tief in Themen einzutauchen. Ich habe es zum Beispiel geschafft bei meinen Büchern. Das erste Buch ist mehr oder weniger nebenbei gelaufen. Das zweite, dritte auch. Dann habe ich das National Geographic Buch. Das habe ich im schwierigsten, traumatischsten, verzweifelsten, wirklich horrendesten Jahr meines Lebens geschrieben. Und auch das war eine mit einer Leichtigkeit. Da habe ich aber schon viel dafür getan, da wirklich die PR-Maschinerie anzuschieben. Und das letzte Buch, das Workbook für mehr Achtsamkeit, da hatte ich ganz klar das Ziel, dieses Buch bringe ich auf die Spiegel-Bestsellerliste. Da war also ganz klar bei mir dieses Ziel, hier möchte ich die 1 plus mit Stern, und zwar mit Doppelstern haben. Und da habe ich richtig was für gemacht. Das hat
unglaublich viel Kraft und Energie und Fokus gekostet. Das war nicht ohne. Und es ist aber wieder der Beweis. Und das Schöne ist, dass ich ganz tief in mir drin weiß, dass ich, wenn ich den richtigen Fokus drauf lege, es immer zu dieser absoluten Exzellenz schaffen kann. Ich habe das in vielen, vielen Bereichen in meinem Leben schon erreicht. Der Spiegel-Bestseller ist ein Beispiel davon, wo ich, und da ziehe ich jetzt die Hosen wirklich ganz runter, zeige mich sehr verletzlich und tue das ganz bewusst in dieser öffentlichen Plattform, weil ich damit ein Versprechen verbinden möchte. Denn ich habe für diesen Podcast nicht alles gegeben. Ich habe ihn mit viel Freude betrieben. Ich habe jede einzelne Folge schon mit ganzem Herzen aufgenommen. Ich habe tolle Interviewpartner rausgesucht, habe durchaus auch viel Zeit investiert, habe ein tolles Team im Hintergrund, die Laura, die den ganzen Schnitt macht und wirklich einen richtig tollen, wertvollen Job macht. Es würde diesen Podcast sonst nicht geben. Aber was ich nicht gemacht habe, dass ich mich wirklich dediziert auf die einzelnen Folgen vorbereitet habe. Sehr häufig nehme ich mein Podcast-Equipment, gehe auf mein Fahrrad oder ziehe die Wanderschuhe an, gehe hoch auf eine Alm, wie auch jetzt zum Beispiel, setze mich hin und nehme einfach auf. Ich habe dann schon so auf dem Hochweg, mache ich mir schon noch den ein oder anderen Gedanken. Aber wirklich eine tiefe Vorbereitung hat da in vielen Fällen nicht stattgefunden. Ich bereite mich auch auf meine Interviewpartner vor. Aber wenn ich so vergleiche wie andere erfolgreiche Podcaster, wie dediziert die sich auf einzelne Gespräche, teilweise über einen ganzen Tag mit entsprechend ganz klaren Fragen vorbereiten, wie die teilweise wirklich unglaublich viel Hintergrundinformationen erstmal sich anlesen. Ich mache es schon auch so, dass ich, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, das selbstverständlich lese, dass ich ganz klar mit der Person, wenn ich sie nicht kenne, im Vorfeld spreche. Aber ich liebe einfach auch die Spontanität solcher Gespräche. Dieses sich entwickeln lassen, natürlich mit einem ganz klaren Verständnis, was diese Person auch an Mehrwert diesem Podcast und euch, lieben Hörerinnen und lieben Hörern, einfach geben kann. Also das Verständnis, das habe ich ja, das ist ja da. Aber ich glaube dennoch, dass ich da mehr geben kann. Ich bin da vor allen Dingen drauf gekommen bzw. drauf gestoßen worden durch einen ehemaligen Gast in diesem Podcast und mittlerweile eine sehr enge Freundin, die Dr. Cordelia Schott, eine richtig gute Ärztin und eine von Deutschlands erfolgreichsten Podcasterinnen. Ihr Podcast Gesundheit kannst du lernen hat mittlerweile, soweit ich weiß, 2,5 Millionen Downloads. Also die Zahl, die darf man sich auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie war jetzt monatelang auf der Nummer 1 der Podcast-Charts. Ein privater Podcast, ohne groß Werbebudget dahinter, ohne ein großes Medienhaus dahinter. Die es geschafft hat, sich durch richtig guten Content auf die Nummer 1 zu katapultieren. Und Cordelia, mit der habe ich mich vor 2 Wochen getroffen bei ihr zu Hause in Essen. Und wir haben über Podcasts geredet. Und ich habe ihr das gesagt, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich es nicht ernst genug genommen habe. Und sie guckte mich dann in ihrer sehr direkten Art nur an, lächelte mich liebevoll an und meinte, wenn du in die Top 3 willst oder auch nur in die Top 10, dann wird das nicht klappen. Dann musst du dich richtig vorbereiten.
auf jede einzelne Folge. Und das hat gesessen. Das hat kurz richtig wehgetan. Aber ich möchte dir, liebe Cordelia, falls du diese Folge hörst, ganz herzlich danken. Und ich möchte allen Menschen danken, die ehrliches, wertvolles Feedback mir auf diesem Weg gegeben haben. Weil wir können nur wachsen, wenn wir solches Feedback bekommen. Und ich bin ein Mensch, ich vertrage auch mal sehr direktes Feedback. Es tut zum Teil auch mal echt sau weh. Aber nur das bringt uns doch weiter. Und ich habe für mich beschlossen, dieses Thema hier in dieser Jubiläumsfolge so direkt anzusprechen, weil ich dir, liebe Zuhörerin, dir, lieber Zuhörer, hiermit das Versprechen geben möchte, öffentlich und damit auch weder widerrufbar noch irgendwo unter den Tisch fegbar, dass ich diesen Podcast ab jetzt auf ein ganz anderes Level heben werde. Und das bedeutet für mich, dass ich da wesentlich mehr Zeit rein investieren werde, dass ich mich deutlich gezielter auf die Folgen vorbereiten werde, dass ich dir noch deutlich mehr Value, Wert mitgeben möchte. Und das ist ein Commitment, was ich weniger mir selber gebe, sondern wirklich dir und euch. Und insofern bin ich total glücklich, dass diese 100. Folge eben jetzt kein Shampoos-Korkenknallendes Fest ist, sondern vor allen Dingen einfach eine Reflexion über das Potenzial auch dieses Podcasts. Und darum geht es ja in meinem Tun und Handeln. Potenziale ganz klar zu erkennen und sie umzusetzen. Und insofern freue ich mich jetzt erstmal auf die nächsten 100 Folgen. Freue mich jetzt hier über den Sonnenuntergang in meinem so wunderschönen neuen Zuhause hier in Kitzbühel. Bin gespannt, was das Leben, was die nächsten Wochen, die nächsten Monate so für mich bereithält. Ich bin ja ein ganz großer Fan davon, keinen 5-Jahres-, 10-Jahres-Plan zu haben, sondern ganz klar das Commitment an dich selber zu haben, sehr bewusst Chancen und Türen, die sich öffnen, wahrzunehmen und den Mut zu haben, durchzuschreiten und immer wieder neu und mutig Schritte auch ins Ungewisse zu gehen. Und ich habe jetzt hier ein großes Commitment gemacht. Ich werde mein Wort halten. Bin gespannt, würde mich riesig freuen über dein Feedback, über euer Feedback, über eure Bewertungen. Das ist was, davon lebt ein Podcast, davon lebt ein Podcaster. Und ich kann nur an dieser Stelle sagen, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann sei so lieb und bewerte ihn jetzt, hier und heute. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu finden, aber ich würde mal sagen, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts bist oder auf welcher Plattform auch immer, ich traue dir jetzt einfach mal zu, dass du es schaffst, die Bewertung zu finden. Kannst gerne auch einen Kommentar dazu schreiben. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Jeden Dienstag in der Früh geht's los. Und teile ihn gerne auch mit deinen Freunden. Teile ihn mit Menschen, wo du das Gefühl hast, denen könnte dieser Podcast gut tun. Und wenn es nur eine Person ist, tu dieser Person den Gefallen, denn vielleicht ist es genau das, was diese Person in diesem Moment braucht, um für sich in ein glücklicheres, erfüllteres, erfolgreicheres Leben zu kommen. Und ich freue mich riesig, dass wir über diese so vermeintlich anonyme und doch so persönliche Plattform miteinander verbunden sind. Freue mich auf dein Feedback, freue mich auf deine Kontaktaufnahme, freue mich, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und ich kann jetzt nur sagen, hell do create a living legacy. Alles Liebe und Gute, deine Sonja Piontek.